14. Juni 2022 befanden die obersten Zivilrichterinnen und Richter Deutschlands in ihrem Urteil, dass das als Judensau bezeichnete, ca. 700 Jahre alte Sandsteinrelief an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt bleiben darf, da die Kirchengemeinde durch eine Bodenplatte und einen Aufsteller mit erläuterndem Text das Schandmal in ein Mahnmal umgewandelt hätte. Michael Düllmann, Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlin, hatte auf Abnahme des Reliefs geklagt, durch das er sich beleidigt, verhöhnt und erniedrigt sieht. Es zeigt ein Schwein, an dessen Zitzen Menschen saugen, die durch ihre Kleidung als Juden erkennbar sind. Ein Rabbiner schaut dem Schwein in den After. In Deutschland gibt es ca. 25 solcher Skulpturen, Reliefs oder auch Wasserspeier, die Juden und ihre Religion verächtlich machen. Sie stammen aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert und befinden sich zumeist an Kirchen, so zum Beispiel am Kölner Dom, am Regensburger Dom oder an der Nürnberger Sebalduskirche. Düllmann hat verkündet, dass er notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof gehen will. Fünftens, am 18. Juni 2022 auf der Documenta 15 in Kassel hat die indonesische Künstlergruppe Tearing Party auf dem riesigen Wimmelbild People's Justice einen Mann in Anzug und Krawatte mit haifischartigen Reißzähnen, rot unterlaufenden Augen, seitlich hängenden Schläfenlocken, einem schwarzen Hut mit SS-Runen und gelbem Jackenrevers der Signalfarbe der Juden im Mittelalter abgebildet. In einem weiteren Bilddetail wird unter einem Kanonenrohr eine Person in Uniform mit einer Schweinsnase gezeigt. Auf dem roten Halstuch ist der Davidstern zu sehen und auf dem Helm der Name des israelischen Geheimdienstes Mossad. Nach öffentlichen Protesten wurde das Bild zunächst mit schwarzen Tüchern verhängt und schließlich auf Beschluss des Documenta-Aufsichtsrates entfernt. Die judenfeindlichen Abbildungen empörten eine breite Öffentlichkeit, die sich alle darin einig waren, dass antisemitische Darstellungen weder in Deutschland noch in einer weltweit ausgerichteten, bedeutendsten Kunstschau zeitgenössischer Kunst, wie das die Documenta ist, keinen Platz haben dürfen. Sechstens. Am 28.06.2022 stellt der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, in seinem Jahresbericht fest, dass 2021 in Deutschland pro Tag 7 antisemitische Vorfälle geschahen und insgesamt die Zahl antisemitisch motivierter Vorfälle oder Straftaten erschreckend zugenommen haben. Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ergänzt dazu, dass antisemitische Haltungen immer häufiger ohne Scheu offen artikuliert werden, sowohl im Netz als auch auf der Straße. Das wurde etwa bei den Demonstrationen der Corona-Leugner und Impfgegner deutlich. Diese Enthemmung ist ein gefährlicher Nährboden, denn aus Worten werden Taten. Ergänzend dazu äußert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Dr. Felix Klein: Judenhass bedroht unsere Demokratie als Ganze. Auch deshalb müssen wir dagegen fest zusammenstehen und Wehrhaftigkeit beweisen. Jeder von uns ist somit gefordert, eine klare Haltung im Alltag gegen Antisemitismus einzunehmen. Damit nach über 3800 Jahren Antisemitismus jenes abneigende und feindschaftliche Verhalten der Menschen gegenüber den Juden für immer ein Ende hat.